Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, spiritueller Meister. mit einem Video über Spiritualität. Und ich habe gesehen, dass sich viele, gerade in Amerika auch viele spirituelle Kanäle, dass man sich dann so coole spirituelle Umhänge macht, wenn man wirklich was sein will in der Community. Und ich dachte mir, das mache ich natürlich auch mal. Nee, okay. Spaß beiseite. Worum geht es in diesem Video? Ich bin ja immer noch großer Fan von Spiritualität, auch wenn mir das im letzten Jahr wirklich ziemlich abgegangen ist teilweise. Aber gut, also nicht, weil ich Spiritualität nicht mehr mag, sondern weil ich einfach was man auf Social Media sieht an Spiritualität ist einfach so schlimm, teilweise fand ich. Und so, weiß ich nicht, Ego und irgendwelchen Ängsten, die stimuliert werden, das ist ja wirklich, das war mir früher gar nicht so bewusst, das ist ja wirklich shocking, wie nah, also ich sage jetzt nicht Spiritualität an sich, aber spirituelle Kanäle manchmal so wie positiv, wie konservativ die sind, bis knallhart rechts fortschrittsfeindlich. Ich habe wie ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt habe, war ich echt schockt, muss ich sagen. Und und wie gesagt, man habe ja schon in einem anderen Video gemacht, Schattenseiten der Esoterik, wenn man über Ängste versucht, irgendwelche, weiß ich nicht, Tees oder Produkte oder ich weiß nicht was zu verkaufen, gerade jetzt unter Pandemiebedingungen, finde ich das einfach nur schlimm, ne? Ich finde es einfach nur schlimm und hat für mich mit Spiritualität einfach gar nichts zu tun, aber dieses ganze Gloom und Doom irgendwie, also überraschenderweise ist die Welt ja auch am 21.12.21 nicht untergegangen und auch sonst nichts Großartiges passiert und ich weiß nicht, das und die haben so einen Zulauf gehabt, diese Kanäle im letzten Jahr. Es ist einfach unfucking fassbar. Ja, deswegen, ich bin ja großer Fan von Spiritualität. Machen wir jetzt mal weg. Und aber was ich wirklich sagen würde, ich meine, auch in meinem neuen Buch wird es viel um Spiritualität gehen und also man braucht sie nicht, also man kann die Welt sich auch psychologisch erklären, also gerade die Sachen, die ich hier so bearbeite, aber es gibt halt nochmal so einen schönen Touch und ja, es macht vieles einfach bunter, schöner und auch hoffnungsfroher, denke ich so. Und aber was ich einfach sagen wollte heute ist, such dir deine eigene einfache Spiritualität, ne? Also du musst das von niemandem angucken, also jede Seele hat ihre eigene ganz persönliche Beziehung zum Universum und die ist für jeden anders so, ne? Und das kann für den einen, kann das sein Mantras singen, für den anderen Rosenkranz beten oder für den dritten japanische Sutren zitieren und für den vierten ist es einfach in den Wald gehen und die Spiritualität der Natur erleben oder sich mit seinem geistigen Team connecten oder ist für jeden was anderes so, ne? Und es ist, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass jeder sich seinen eigenen Zugang sucht. Dafür muss man auch nicht in die Kirche gehen, kann man natürlich, kann man auch lassen. Seine ganz einfache, für mich Spiritualität was ganz Simples, so, das ist wie meditieren, das ist einfach, setz dich dahin und ja, versuchst nicht in die Breite zu gehen, was wir sonst den ganzen Tag machen, sondern in die Vertikale zu gehen, mehr ist es eigentlich gar nicht und ja, hast dabei vielleicht bestimmte Erlebnisse oder kommst in höhere Schwingungen und keine Ahnung, was da alles passiert bei jedem Einzelnen. Und das ist Spiritualität, das ist nicht andere zu belehren, das ist nicht anderen Angst zu machen, sondern dass du einfach erkennst, im Grunde genommen ist es einfach, du erkennst, du bist eine unendliche Seele, die eine zeitlich begrenzte menschliche Erfahrung macht und die noch ein bisschen mehr drauf hat, als was man immer so denkt und die das vielleicht, was wir genau machen und was weiß ich, keine Ahnung, weiß wahrscheinlich keiner so richtig, aber ich denke schon, dass es darum geht, dass wir
die Materie hier mit dieser Liebesenergie durchtränken irgendwie so und dadurch ja aus diesen, was ich mal sage, 3D Richtung 5D, also höhere energetische Zustände, höhere Formen der Liebe finden und damit, wie soll ich mal sagen, was lernen auf Seelenebene und ja, wir uns diese Welt einverleiben quasi durch diesen Prozess und hat halt auch viel mit Heilung zu tun, dass man seine Wunden heilt und ist aber auch völlig egal, wo man da gerade steht, ne? Du bist auf deinem Weg, irgendwie jeder ist auf seinem Weg und da muss man auch nicht werten oder so, ne? Man kann natürlich immer wieder für sich werten, dass man sagt, ja, mit dieser Person möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben, alles gut, das muss man auch machen, denke ich. Aber trotzdem, ja, ich glaube nicht, dass Menschen jetzt grundböse sind, sondern manche Menschen sind halt total verfangen in Ängsten und abgeschnitten sein von der Liebe und ja, passieren halt alle möglichen Scheißsachen so. Und egal, was einem passiert, auch mit Menschen, die böse sind, es hat immer irgendwas auch mit einem selber zu tun, dass man zu nett, zu lieb ist oder vielleicht auch eigene düstere Anteile noch nicht angeguckt hat, ich weiß, es hat alles, bin ich überzeugt mittlerweile, es hat alles einen Sinn, aber man muss sich das auch nicht mit rumquälen, man kann trotzdem ein ganz simples Leben leben und einfach versuchen, eine Menge Spaß zu haben, das ist sowieso meiner Ansicht nach eins der spirituellsten Dinge, die man machen kann. Nice, geiles Leben kann spirituell sein, Beziehung kann spirituell sein, Sexualität kann spirituell sein. Ja, und wenn man sagt, ey, ich habe da überhaupt keinen Draht zu, ist es auch okay. Drauf geschissen. Kann man noch ein tolles Leben leben, ne? Und das Beste draus machen hier, was, glaube ich, immer eine gute Idee ist. Ja, ich wollte auch immer mal, aber ich komme da gerade einfach nicht zu, meinen Spiri-Podcast, 5D-Podcast, habe ich ja schon ein paar Folgen gemacht. Könnte mich da gerne motivieren, da weiterzumachen. Ich habe gerade mit dem Buch und alles mich ein bisschen rausgekommen. Ja, guck doch mal in meine spirituellen Kurse. Aktuell ist natürlich gerade großes Thema der neue Kurs Passive Bindungsangst. Ganz down to earth der Kurs. Und überhaupt, das ist auch immer so ein Thema, dass es wirklich wichtig ist, eine gute Erdung zu haben, wenn man sich um Spiritualität bemüht. Das ist wirklich wichtig, dass man das so zusammenbringt. Und auch ganz down to earth, gibt neue Bootcamps. Und genau. Sehen wir uns bestimmt bald wieder. Ciao, ihr Lieben.